Hallo, ihr Strolche. Der Mammutmarsch fällt aus wegen Corona. Oh, sollte eigentlich jetzt im Mai stattfinden und wurde abgesagt und ich habe meine Kohle wiederbekommen. Jetzt habe ich mir gedacht, irgendwas will ich machen im Sommer. Und die, die mich besser kennen, wissen natürlich, ich habe schon eine Fahrradtour gemacht. Hier von Göttingen bis nach Berchtesgaden, hoch auf dem Obersalzberg, Kehlsteinhaus und habe da eine Kiste Göttinger Bier abgegeben. Das war 2012, glaube ich, gewesen. Und dasselbe wollte ich nicht nochmal machen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht zu Fuß von Göttingen nach Berchtesgaden laufe, beziehungsweise hoch zum Kehlsteinhaus, Obersalzberg. Ja, ich habe dafür Zeit 20, höchstens 21 Tage, muss aber 35 Kilometer täglich marschieren, sonst ist es nicht zu schaffen. Am besten wären 40, aber das glaube ich, wird schwer, das jeden Tag zu schaffen. Und das Problem ist natürlich das Gewicht vom Rucksack und alles. Ja, weil ich bin schon mal gelaufen nach Frankfurt, also Offenbach. Das waren ca. 250 bis 280 Kilometer so in dem Dreh. Und da hatte ich knapp 20 Kilo dabei gehabt oder 25 Kilo und das bin ich fast gestorben dabei. Und deswegen habe ich mir jetzt neues Material gekauft. Aber günstiges, also, ja, weil ich will möglichst mit reines Basisgewicht 5 Kilo oder 6 Kilo will ich haben. Ja. Und dann kommen halt noch 3 Liter Wasser dazu und dann, so, dass ich nicht mehr insgesamt mit Essen, mit Wasser, mit allem nicht mehr wie 10 Kilo habe. Und deswegen habe ich mir einen Schlafsack gekauft, 700 Gramm für 24,99. Ein Stuhl und ein Tisch, einmal der Stuhl 1,2 Kilo, 22,99. Und ein Tisch 1,4 Kilo, 19,35 €. Nur den Stuhl und den Tisch werde ich wohl nicht mitnehmen. Das ist so viel Gewicht und da. Das muss nicht sein. Und dann habe ich mir einen Zeltboden gekauft, noch wiegt 400 Gramm für 10,91. Ein Titantopf mit 98 Gramm, 16,48 €. Eine aufblasbare Isomatte, 771 Gramm, 22 €. Ein Biwakzelt oder ein Trekkingzelt oder wie man das nennen will. Das sieht aus wie ein Stoffsarg, also nur so, dass eine Person reinpasst. Sind 690 Gramm für 39,99, also rund 40 €. Dann ein Göffel. Was ein Göffel ist, das ist auf der einen Seite ein Löffel, auf der anderen Seite eine Gabel. Und da ist aus Titan, 20 Gramm, 3,38 €. Dann ein Hobo-Campingkocher, das ist praktisch ein Kocher, in dem du Holz und sowas reinschmeißen kannst, im Wald und so, und kannst dir dann was kochen. 140 Gramm, 10 €. Der Rucksack selbst, 39 €, 800 Gramm. Ja, dann noch ein kleines Sitzkissen, 200 Gramm, wenn du mal Rast machst oder so, damit du dich dann nicht auf Stein setzen musst, sondern so ein kleines Sitzkissen hast. Und wenn du kochst, damit der Wind das Feuer nicht ausbläst, so einen kleinen Windschutz aus Aluminium, 4,86 €. Also mit Stuhl und mit Tisch wären das 6,21 Kilogramm. Und ohne Tisch und Stuhl wären das 3 Kilo und 610 Gramm. Ja. Und deswegen, ich werde hier bei knapp 4 Kilo bleiben und vielleicht noch ein bisschen was dazu packen. Powerbank kommt ja noch dazu und, weil ich brauche ja auch Strom und ich habe keinen Bock hier dauernd mir ein Hotel oder sowas zu suchen. Das ist mir auch zu teuer. Und dann komme ich aus dem Hotel morgens schlecht raus. Und deswegen will ich viel Wild
selten und höchstens alle 3 Tage mal auf dem Campingplatz einkehren, um die Akkus aufzuladen von Handy und Powerbank und allem. Dann nehme ich noch so eine Tasche, so eine Paneltasche, Solartasche mit, die kommt auf den Rucksack drauf. Das sind 50 Watt, da kannst du auch gleich vom Rucksack aus dein Handy aufladen. Ja, mal gucken, ob das alles reicht. Und ich werde das erstmal testen heute. Ich habe jetzt schon alles hier. Ich will erstmal testen, wie das Zeug so ist. Aber wie gesagt, das war ja alles ziemlich günstig. Das meiste kam aus Hongkong, aus China. Deswegen heute mal aufbauen draußen und auch schlafen im Schlafsack und in dem Zelt. Ja, wollen wir mal sehen. Ich zeige euch erstmal das Zeug. So. Das ist jetzt hier der Rucksack. Und hier vorne das längliche, das ist mir auch zu lang, das ist der Tisch. Der Stuhl ist klein, der passt innen rein. Wollen wir mal aufmachen. Alles mit einer Hand ist auch nicht so einfach. So, noch das ist hier zum Anzünden. Das ist ein Spaten für unterwegs, wenn du mal austreten musst im Wald, damit du es verbuddeln kannst. Das, Bundeswehrleute kennen das, S-Bit-Kocher mit Tabletten drin. Wenn ja, morgens einen Kaffee machen geht, damit viel, viel schneller. Also wenn man erst den Hobo-Stöcke suchen muss und. So, dann wollen wir hier weiter gucken. Ach, das ist ja noch hier das Zelt kennt ihr ja noch. Das ist jetzt nicht das Zelt, was ich jetzt nehme auf der Reise, sondern anderes. Ich kann mal gucken, wo ich das habe. Das hier ist innen drin der Topf, 750 Milliliter. Ganze. Dann habe ich noch so einen Faltbecher aus, meine Plastik, Hartplastik oder so. Aus dem kannst du dann den Kaffee trinken und hier machst du dein Essen drin. Das ist jetzt der Kocher, den du zusammenbauen musst. Der ist geklappt. Also dieser Hobo-Kocher. Das ist das Sitzkissen. Warte, muss ich gerade mal aufmachen. So sieht das aus. Kann man dann aufklappen. Und schön weich. Schaumstoff. Das kann man dann, wenn man Rast macht draußen, dann dafür schön benutzen. Das ist der Schlafsack. Der geht bis minus 2 Grad, aber das ist extrem. Also du kannst jetzt auch sagen, ja, das ist ein 3 Jahreszeiten Schlafsack. Für den Winter jetzt direkt nicht gedacht, sondern so bis 10 Grad plus ist Komfort. So, dann haben wir hier, das ist der Sitz. Der muss noch aufgebaut werden. Baue ich nachher mal alles auf, dann seht ihr das draußen. Ah, und das glaube ich hier ist sogar das. Keine Ahnung, jetzt muss ich selber nochmal reingucken, was das ist. Ach ja, das ist so eine kleine Fließdecke, die kann, wenn es wirklich kalt wird, in den Schlafsack mit reinmachen. Das ist zum Messerschärfen. Ja,
das ist ja hier dieser Tisch. Mal gucken, da muss doch noch was sein. Ach ja, genau. Dann ist hier einmal für Notfall, wenn du unterwegs bist, eine Trillerpfeife und Regenponcho. Das ist die Unterlage, die Zeltunterlage. 2,10 Meter mal 1,50 Meter. Die ist nicht schlecht. Damit das nicht durchdicht durch den Zeltboden und dann undicht ist. Deswegen. Glaube ich, war es jetzt hier so weit. Ich kann ja noch mal gucken, ob da noch was war. Ach, da ist ja noch was. Was war das? Ach ja, das ist, kann man auch mitnehmen für unterwegs, so ein Hüttenschlafsack. Ihr seht ja hier ganz klein. Das ist zum Beispiel, wenn es wirklich mal heiß ist, richtig warm, oder du in einem Hotel in der Pension schläfst und die Bettwäsche oder die Matratze ist versifft, dann kannst du in diesen dünnen Schlafsack reinschlüpfen und dann dich zudecken mit der Decke und musst nicht dann mit bloßer Haut auf einem dreckigen Laken liegen oder einer dreckigen Matratze. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. So, aber das war es jetzt. Jetzt will ich gerade mal gucken. Ich hatte es noch. Hier, ach ja, da ist es doch. Was ist das eigentlich hier? Ach, das ist hier ein Regenschutz für den Rucksack, wenn es regnet. Und das hier ist das ganze Zelt. Also hier ist wirklich nichts groß. Das ist das ganze Zelt und das werde ich dann mal aufbauen. So. Das sind jetzt so, was ich aufgezählt hatte. Was man so mitnimmt. Ja, dann wie gesagt, nimmt man ja dann noch Taschenlampe mit, also eine Stirnlampe, wenn du abends dann aufbaust, damit du Licht hast. Und Taschenmesser und so ein Kram, was man noch so braucht. Kompass. Eventuell ein Fernrohr, weil wenn ich dann, also ein Fernglas, beziehungsweise wenn ich dann oben bin, auf dem Obersalzberg, dann kann ich runter zum Königssee gucken mit dem Fernrohr. Also, es ist ein kleines Fernrohr und deswegen mal mitnehmen. Wollen wir nur hoffen, dass ich auch Urlaub kriege. So, ich brauche dann mindestens 21 Urlaubstage, bloß die Sonntage werden ja nicht als Urlaubstage mitgezählt. Ja, habe ich so 23, 24 Tage. Ich brauche ja auch Zeit, um mich zu so regenerieren, damit ich dann wieder zur Arbeit kann, ohne Probleme zu haben. So, ich baue dann heute alles auf. Draußen Zelt, draußen kochen. Ein paar Nudeln, was trinken, schlafen draußen im Zelt, alles mal testen, wie es so ist. Ich nehme ja auch Gizmo dann mit. Und da muss ich noch eine extra Tasche mitnehmen, wo er rein kann, weil er schafft keine 35 Kilometer am Tag. Dann kann ich ab und zu mal rauslassen, damit er sich in Bewegung, damit er ein bisschen Bewegung hat und dann ja, geht er wieder rein in die Tasche. Wie gesagt, heute alles mal testen, auch Gizmo mit in das Zelt reinnehmen. Mal gucken, wie eng das dann wird. Weil hat nur eine Breite von, naja, zwischen 50 cm und 90 cm. Wollen wir mal schauen. Alles klar, ich zeige euch nachher alles, wenn es aufgebaut ist. So, das ist die Plane. Die ist einmal zusammengelegt. Aber das reicht für das Zelt. So, das wäre das Zelt. Heringe. Oh, sieht aus wie ein Schlafsack. Das wird jetzt erst noch richtig aufgebaut. Und dann wird es hingelegt. Ja, das ist Gizmo. Er freut sich auch, wenn er mit kann. So. Ist aufgebaut. Ging rucki zucki. Waren hier nur zwei Aluminiumbögen. Ein kleiner.
der große. Dann abgespannt mit 4 Heringen. Und hier auch nochmal Heringe an der, am Ende. So, das ist jetzt hier, oh, die ist ziemlich groß, sehe ich gerade, meine. Das soll die Isomatte sein zum Aufpumpen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ich habe aber keine Lust, so eine riesige Luftpumpe mitzunehmen. Es gibt aber so Pumpsäcke. Also die kann man dann Luft reinmachen in diese Säcke und dann kann man das hier ausdrücken, sodass das anfängt hier dicker zu werden. Aber meine Herren, ist das ein Riesenvieh. Das ist ja größer wie das Zelt. Ja, passt das Ding rein, aber ich nehme mal. Naja, ich brauche es dann mal ausprobieren. So. Das ist der Stuhl. Oh, die Sonne blendet. Wir müssen zurückgehen. So, wie gesagt, den Tisch und den Stuhl nehme ich nicht mit. Aber das ist hier der Hobokocher. Hier machst du dein Holz rein, zündest an. Und dann kannst du hier oben drauf dann dir was kochen. Kannst dein Dings hier draufstellen. Der hat hier auch eine Skala. 100 bis 175 Milliliter. Das ist der S-Speed-Kocher. Das werde ich mir da machen. Halben Liter Wasser heiß und das reinrühren. Oh, Bolognese. Oh, das ist der Göffel. Und das Obonell-Messer aus Frankreich. Muss mal gucken, dass ich das irgendwie aufgepumpt kriege. Und gucken, ob es da reinpasst. Wenn nicht, muss ich eine andere Matte mitnehmen. Notfalls halt eine Aluminiummatte. Habe ich auch noch welche da. Aber ist auch nicht so bequem. Ja, mal gucken. Vielleicht kann man das ja umschlagen irgendwo. Als Kopfkissen vielleicht. So. Passt rein. Geht auch bis hier hinten hin. Die Matratze. Musste ich jetzt mit dem Mund aufpusten. Ach, weil keine Pumpe habe. So. Und dann muss hier irgendwo dann noch in die Ecke Gizmo rein. Oder mit den Schlafsack mal gucken. Ist wieder fast platt hier. Naja, lass mal so. So, wollen wir mal noch den Schlafsack reinpacken. Der Schlafsack. Oh, aber ganz schön dünn hier. Guckt euch das mal an. Der ist ja noch dünner wie der andere. Und der soll bis minus 2 Grad bzw. 10 Grad Komfort. Bin ich auch mal gespannt. Ich gehe aber trotzdem mit Klamotten lieber rein. Auch bei dem Zelt hier, die Nähten gefallen mir auch nicht so. Okay, wollen wir das erstmal hier lassen? Kann man hier schön zu. Hat man hier ein Mückennetz. Und man hat frische Luft. Und wenn es regnet, kann man das hier auch zumachen. So. Und dann hat man hier noch, damit da Luft reinkommt, damit man nicht in seinem eigenen Saft schmort. Na, Kitty? Ja, ja. Willst du auch Camping machen, ne? Jo. So. Hier habe ich schon mal ein bisschen Holz geholt. Weil ich will dann ein bisschen klein machen. Ich möchte gerne mal den Hobo dann ausprobieren. Ja, ein bisschen den hier. Und der kann mal weg. Wie der funktioniert, weil wissen wir ja. Aber den will ich mal ausprobieren. Ne? Ich schmeiß es nicht um, Digga. Geh da weg. Geh da weg. Geh da runter. Ab.
Mann. So. Oh, ist ja richtig schön mit dem Wetter heute. Ja, gleich. Ja, mach erstmal. Geh erstmal pinkeln. Geh erstmal pinkeln, Digga. Hier, komm. Ja. Ach, Kitty. Komm her, Kitty. Komm her. Komm her. Ja. Ja, komm her. Ja. Ja, mein Mäus. Ja. Ja, okay, ist alles gut. Er hat Husten. Hat schon zwei Spritzen gekriegt. Ja, hat schon zwei Spritzen gekriegt, ne? Ja. Ja, bist allergisch gegen Camping. Ja. Ja. Hör mal auf jetzt mit Husten da. Ja. Ja. Ja, Mäuschen. Und du, Kitty? Alte Pflaume. Mal anfangen, was er heißt. Mal gucken, wie lange es dauert. Oh. Hätte vielleicht mal den Henkel da rausmachen sollen. Naja, muss mal gucken. Notfalls was einfallen lassen. Muss mich mal aufs Feuer kümmern. Mein Herrn, das qualmt. Mein Herrn. Mal gucken, wie lange es dauert, bis das Wasser kocht. Oh, geht das schnell. Geht fast so schnell wie beim Wasserkocher. Mal gucken mal, was ich da noch über habe. Es kocht schon. Hast du mit Gas auch nicht schnell dahin gekriegt. Super. Oh Gott sei Dank habe ich jetzt hier Handschuhe. Kann ich das Wasser dann runterholen? So, okay. Nein, die Brötchen, die habe ich natürlich im Backofen gemacht. Das ging schneller. Aber hier der kleine Hobo, meinen. Ganz, 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 ganz wenig Holz. Das Große habe ich nicht mal angefangen. Und schön heiß. Jetzt habe ich die noch schön mit Pfeffer, Chili und Curry gewürzt. Schön heiß ist es. Nee, aber der Tisch und der Stuhl, jo, für eine Wochenendwanderung
Oder verlängertes Wochenende. Ist das optimal? Ich habe ja noch einen Rucksack mit 100 Liter, einen großen. Den kann man ruhig 20, 30 Kilo beladen und dann so 3, 4 Tage mal losmarschieren. Das ist okay. Nur wie gesagt, Berchtesgaden, das sind über 700 Kilometer zu Fuß. Das schaffst du natürlich nicht mit 20, 30 Kilo. Das musst du schon bei 10 nur lassen, um es überhaupt zu schaffen. Ob ich es überhaupt schaffe, ist auch noch eine Frage. So, ich esse erst mal was, Leute. Man sieht sich, bis später. Das ist fertig. Da brauche ich beide Hände. So. Ja. Nur so ein paar Platten und fertig ist es. Ist leicht, ist besser als wenn du Gas mitschleppst, das ist viel zu schwer. Das macht ja nicht, ja, schon wieder Kitty. Keine Mäuse hier hinlegen. Gehen wir mal raus ins Zelt. Warte. Warte, nein. Was ist denn das schon wieder? Das war das Falsche. Nein, ich hab gesagt, soll's warten. Doch mal weg. Jetzt kannst du reingehen. Hopp, komm rein. Ja.
kriegst du ja richtig Platzangst hier. Boah, das hängt dir fast im Gesicht hier. Gizmo. Gizmo, komm hier. Komm. Fein, komm hier. So. Ja. Ach, schön, mach schön Platz. Mach da Platz. Da mach Platz. Fein. Nein, komm hier. So, fein. Das ist fein. Mal gut. Also hier bekommst du echt Platzangst drin. Ich weiß nicht, ob ich das Zelt hier mitnehme. Regen wahrscheinlich heute gegen 2 Uhr, 60%. Bin mal gespannt, ob es nass wird hier drin. Oh, ich hau mich jetzt aufs Ohr. Mach's gut, Leute. Tschüss.